mag es gerne, Dinge, die vorher unsichtbar für andere Menschen sind, zu verbildlichen, dass das, was in mir drin ist, herauskommt und auf einmal was Fassbares wird. Oder dass ich Wesen erschaffen kann, die tatsächlich einen Charakter haben oder lebendig sind auf dem Papier in der Geschichte. Das finde ich wahnsinnig toll, das macht Spaß und das hält mich auch immer an der Arbeit. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu tun. Der Wunsch, wirklich Bilderbuchillustrator zu werden, kam auch tatsächlich sehr früh. Und später in der Schule habe ich für die Abi-Zeitung gezeichnet und für die Schülerzeitung. Und bei mir war nur der Wunsch sehr stark, eigentlich den ganzen Tag zeichnen und malen zu wollen. Und als ich dann meinen Zivildienst in der Reha absolviert habe und gemerkt habe, boah, es gibt so viele Leute, denen es echt schlecht geht, auch junge Leute, und es kann so schnell vorbei sein, da habe ich mich entschlossen zu sagen, gut, wenn es gibt eine Chance, dann machst du das, was du wirklich, wirklich gerne machen möchtest. Und dann habe ich mich in der Kunstakademie in Mainz beworben für das Studium der freien Kunst. Mein bisher größter Erfolg ist wahrscheinlich die Illustration der unendlichen Geschichte, weil das einfach ein Riesenprojekt war und auch ein Herzensprojekt von mir tatsächlich, was ich immer schon mal machen wollte. Oder wie Chick, was ja ein Coming-of-Age-Transgender-Hühnerbuch ist, wo man sich denkt, was ist das denn für ein Quatsch? Aber es passt in die Zeit, es ist aktuell, es ist ein bisschen hakelig, es ist schwierig, aber es ist toll, dass ich das machen durfte, dass ich das machen kann und dass das tatsächlich auch gut funktioniert als Buch. Insgesamt finde ich es aber auch einen sehr großen Erfolg, dass ich überhaupt mit diesem Bilderbuch schreiben und dem Bilderbuch illustrieren, was ich am allerliebsten mache, einfach überhaupt davon leben kann und dass das so gut funktioniert, dass die Leute immer noch gerne meine Bücher lesen und das motiviert und inspiriert mich immer wieder aufs Neue, neue Bücher zu machen, neue Geschichten zu schreiben. Also wenn man sich in meinem Atelier umschaut, wird man bemerken, dass ich sehr viele Tierfiguren habe, die hier überall herumstehen und diese Tiere sind tatsächlich für mich eine ganz große Hilfe, weil ich kann zum Beispiel ein Tier umdrehen und drunter gucken und ich sehe es aus allen möglichen Perspektiven. Ich habe einige Ölbilder gemalt mit den Dinosauriern. Ich weiß aber nicht, was vorher da war. Der Wunsch, möglichst viele Dinosaurier zu haben oder zu sagen, okay, da muss ich auch ein paar Bilder mitmalen, weil ich brauche ja einen Grund, warum ich mir Dinosaurier kaufe als erwachsener Mann. Das nächste Projekt, was ich habe, ist ausnahmsweise wieder mit einem anderen Autoren zusammen. Es werden drei Geschichten sein, eine mit einem Nashorn, eine mit einer Schildkröte, eine mit einem Elefanten, aber mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht verraten.